Ich habe es jetzt endlich geschafft mit der Buslinie, auch wenn über acht Ecken und Kanten und weiß was ich. Aber es funktioniert. Ja. Und wir gucken mal. Es sollte jetzt das Industriegebiet verbunden sein mit denen hier. Mit dem Wohngebiet und Wohngebiet mit Gewerbegebiet. Und wir prüfen jetzt mal, ob es so funktioniert. So, jetzt fahren natürlich Unmengen an Busse hinaus. Wir gucken mal. Da werden jetzt 30, 40 Busse rausfahren, denke ich mal. Wir gucken mal. Es wird auf jeden Fall sehr viel sein. Gut. Und da ich jetzt so viel rum experimentiert habe, ist jetzt alles ein bisschen nach hinten gerutscht. Ihr seht, es muss mehr gebaut werden jetzt wieder. Das machen wir schnell. So, ich glaube, das reicht erstmal. Busanlinie haben wir ja da jetzt. Und hier ist jetzt auch, soweit es geht, alles zu. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen mit der Kohle rumhantieren im Pausenmodus, denn ich würde jetzt erstmal noch ein bisschen was planen mit der Kohle, die wir hier haben. Ja, die Sicherheit, ich weiß, die Sicherheit ist nicht da. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich will jetzt erstmal mit der Kohle ein bisschen was verplanen. Wir müssen erstmal. Ja, erstmal ist dieses Gesundheit und alles, es müsste erstmal mit hinzugefügt werden. So gesehen richtig. Aber dafür ist mir die Kohle auch viel zu schade. Und ich würde jetzt nämlich erstmal auf die Dekoration hinaus wollen, um dann ein wenig Verschönerung reinzubringen. In diesen Park. Ist zu groß, oder? Ne, passt genau da rein. Haben alle ein bisschen was davon? Ist okay, denke ich mal. Oder nee, das wäre dann auch wieder so, ja. Ich habe noch was übrig nach dem Motto. Dann reichen so eine kleine auch erstmal aus. Selbst die würde ich eckig erstmal platzieren wollen hier. So. Und später in der zweiten Straße mache ich jetzt schon mal die zweite Straße, bevor ich mich hier komplett verhaspel. Im Endeffekt. Gerade ist auch wieder scheiße. Ich möchte gern gebogen haben. So. So. Das war dumm. Kann sagen, es war schon wieder zu viel, aber es geht noch. Nein. Geht das nicht so? Doch. Nein. Ja. So. Und hier steht dann der Park, den würde ich dann. Also ich würde jetzt gerne noch einen Park bauen wollen. Und da müssen wir mit der Kohle nochmal aufpassen. Kein japanischer Garten. Diesmal irgendwas so ein bisschen, was mehr kostet. Kann man doch irgendwie einsehen hier, genau, Strom. Und nee, man sieht nur. Ja, okay. 15.000. Boah, das ist aber auch groß. Also großes Kreisumfeld, meine ich jetzt. Oh, meine Fresse. Ja, da gebe ich die 15.000 mal gediegen aus, oder? Ja. Für so einen Radius, ja. Auf jeden Fall. Gut, okay. Und jetzt, das restliche Geld lege ich jetzt erstmal gut an für. Ja, jetzt ist. Polizei brauchen wir nicht unbedingt. Feuerwehr ist erstmal das Wichtigste. Leider nicht hierfür. Es tut mir leid. Ich muss es hierfür ausgeben. Zack. Da freut's die Leute. Oh, jetzt sind wir hier bei 800. Jetzt wird erstmal auch ein bisschen Einbuße sein an Kohle, denn Feuerwehr kostet Unmengen an Summen. Oh. Denn Feuerwehr kostet Unmengen an Summen und auch die Parks, die ich jetzt gemacht habe, beziehungsweise die ganzen Busse, die jetzt rausfahren. Ihr habt Strom. Da ist jetzt ein bisschen mehr Umfang, was jetzt auch wieder geldlich ganz schön ins Täschchen geht. Das werden wir später gleich merken. Ja, ich meine, dafür kann ich jetzt selber ja nichts. Es ist ja, es muss ja. Aber man merkt es halt gleich. Okay.
Strommäßig müssen wir ganz dringend da noch was machen. Das ist ja auch nochmal wichtig. Aber erstmal haben wir so ein bisschen was abgedeckt. So, dann müssen wir auch noch erweitern. Ich habe gesagt, die Vorstadt lassen wir Vorstadt, weil ich das hier auch verbunden habe. Sehr schön. Okay, dann machen wir das erstmal bis hier. Oh, ein bisschen davon noch. Okay. Ja, das sieht man jetzt auch mal dazu. So, der Verstau. Ja. Der Staufluss ist immer noch da, da ich dann immer noch keine Verbindung habe, weil ich wieder keine Kohle habe. Aber das war wichtig, dass das jetzt erstmal so gebaut werden musste. Es war leider Gottes sehr wichtig. Und wir haben jetzt erstmal wieder Platz. Ja, der Platz hält leider nicht lange. Weil man sieht schon wieder hier, es ist schon wieder alles bebaut. Aber man hat ein bisschen was davon jetzt. Gut, die Straßen werden wir auch nicht verbinden. Das werden wir nämlich so lassen. Und wir gucken einmal rüber, was Lö Industrie sagt. Lö Industrie sagt alles tutti frutti. Die Feuerwehr ist das erste Mal, dass ich das hier beim Einsatzort auch eingetroffen und löscht. Okay. Wie gesagt, die Gewerbenachfrage. Ja, wir haben genug einmarkiert. Brauchen noch ungefähr 1000 für die nächsten Erfolge. Also für den nächsten Meilenstein. Das dauert wieder ewig. Und haben 60.000 Schulden. Da sieht man jetzt, jetzt sind wir schon bei 3.900. Wir gehen echt schon runter. Ich will mal selber mal gucken, was wir an Einnahmen jetzt insgesamt so haben und an Ausgaben. Und da trifft sich das nämlich ganz gut. Ihr seht es jetzt nämlich, wir machen jetzt 19 Umsatz an Bus. Müssen aber 700 bezahlen, ja. merkt ihr schon, dass wir da einen Fehler haben. Aber es ist ja leider so, es rentiert sich erst später mit der Zeit. Am meisten nimmt jetzt Wasser und Strom weg. Genauso wie die Straßen. Also Wasser, Strom, Straße ist jetzt sehr extrem. Die Feuerwehr ist immer noch am extremsten, wie ich das sehe. Gut. Ihr seht es, 3.800, ja, es geht jetzt sehr weit runter, aber es musste sein, ja. Gerade die Buslinienverbindung, die musste einfach sein, ja. Es war einfach wichtig, dass wir die Buslinie jetzt mal reinkriegen. Und wir gucken dann mal, wie viel pro Woche fahren, ja. Ich meine, die 19 Tacken, die werden jetzt noch nicht so, dass es für immer bleiben, sondern die müssen erstmal mit der Zeit fahren. Ja, es dauert erstmal, ja, dass berechnet wird. Und wir brauchen unbedingt jetzt auch demnächst wieder eine neue Mülldeponie, denn sie wird langsam immer voller. Ja, 37% schon. 9 von 15 gerade mal ein Einsatz, obwohl hier schon wieder gemeckert wird nach Müll. Das ist auch wieder so eine Sache. Schickt einfach alle draus, was ihr habt, aber okay. Ja, und was ich wieder nicht verstehen kann, also die große Nachfrage so unten angezeigt wird, aber dann hier trotzdem nichts gebaut wird, ist auch so. Ja, okay. Wollen die wohl, wo wollen die hin? Wollen die eh mal wenden oder was? Ja, wahrscheinlich. Boah, das staut sich. Warum staut sich das, Leute? Das darf gar nicht sein. Wenn die geradeaus wollen. Rechts. Warum hält der jetzt so? Ich glaube, ich muss die Ausfahrt jetzt wieder logischerweise nach hinten platzieren, richtig? Kohle reicht dafür wieder nicht. Wir müssen die Ausfahrt jetzt eins weiter nach hinten platzieren. Und jetzt ist wieder die Sache, damit es nicht mehr so stockt, ja. Darauf habe ich nämlich auch nicht geachtet. Jetzt müssen wir nämlich gucken, was die Kohle wieder damit sagt. Nee, gerade diesmal bitte. So. Müssen wir nämlich erstmal einmal hoch. Kommen wir hier rüber. Ja, achso, jetzt müssen wir das erstmal wegnehmen, genau. Komm hier rüber. So, da haben wir jetzt nämlich unsere Verbindung und die war... ist das richtig so rum? Ja. Jetzt müsste der Verkehr auch wieder fließen. Jetzt müsste der Verkehr wieder fließen. Jetzt haben wir da die Ausfahrtdose auch sein soll. Genau, guckt euch mal an. Ja, so viel wollten nämlich nach rechts raus aus die Stadt.
Und ganz wenige nur geradeaus. Das passt wieder. So soll es sein. So sollte es sein. Ganz wenige wollen nämlich nur in die Industrie wieder rein. Beziehungsweise über den Umweg fahren. Ja, sieht doch wieder schön aus. Okay. Gut. Ach. Gewerbe wird so nachgefragt. Ich hab alles hier. Ihr müsst nur noch wollen. Alles ist hier. Müll wird immer noch nicht abgeholt. Was ist denn los? Jetzt schafft die Feuerwehr doch wieder nicht rechtzeitig. Der sägt da jetzt schon wieder. Jetzt haben wir auch 8000 schon mal drin. Jetzt ist wieder die Frage, was wollen wir jetzt mit der Kohle machen? Ordentlich was dafür ausgeben? Ja, müssen wir. Wir müssen leider wieder auf Gesundheit gehen. Gesundheit kostet wieder 10.000. Apropos Gesundheit, Verfügbarkeit sieht gut aus noch. Ansonsten... Ja doch, es geht. Es ist gut. Warum hast du kein Wasser? Ach komm, jetzt echt jetzt? Ja, und da müssen wir jetzt die 10.000 einmal benutzen, leider für die Arztpraxis. Denn hier entsteht keine Arztpraxis mehr. So. Ja. Machen wir das so. Das freut die Leutchen wieder. Und alle sind happy. Okay. Die Feuerwehr. Oh, Feuerwehr hat es geschafft, aber ich glaube nicht. Ja, rettet die Tiere, wa? Die Tiere gucken mal zu, wie das hier so brennt. Das ist auch wieder so eine Sache. Und die zwei Feuerwehrleute verschwinden? Ja. Ist auch so eine Sache. Na gut. Ich reg mich nicht auf. Ist ein schönes Spiel. Gewerbe, Leute. Ihr könnt bauen. Was das Zeug halt hier. Achso, Buslinie, ich wollte gerade sagen. Achso, apropos Buslinie, wir wollten ja mal gucken, wie viel jetzt endgültig in Betrieb sind. Und das sind 46, ja. Hatte ich ja gar nicht so unrecht mit 40 bis 50. Ja, das sind also echt schon richtig viel. Ja, für die kleine Häuschenstrecke, sagen wir mal, ist das echt viel, ja. Okay, der nächste Brand, aber die Feuerwehr dürfte da gar nicht mehr hinkommen, oder? Die Feuerwehr müsste jetzt wieder einen Umweg fahren, oder? Oder kommt ein neuer? Nee, die Feuerwehr muss jetzt einen Umweg fahren. Eine schon unterwegs. Die muss jetzt nämlich, entweder wendet sie wieder hier oder die KI ist wieder so bescheuert im Kopf, dass sie wieder den ganzen Umweg jetzt hier wieder rumfährt. Das könnte ich mir genauso gut vorstellen. Das könnte wieder genauso gut sein. Wo ist denn die zweite Folge? Achso, da kommt die ganze Kolonne. Die müsste jetzt zur Hälfte dahin und zur Hälfte dahin. Mal gucken. Mal gucken, wie sich die aufteilen. Gut. Ja, warum ist Gewerbe so hoch, wenn die immer noch fleißig bauen? Und Wohngebiete werden immer knapper. Da müssen wir wieder Nachhilfe schaffen. Und wir brauchen ganz dringend Kohle. Ich muss mal ganz kurz schon mal kalkulieren oder pauschal schon mal gucken. Ist das jetzt so extrem? Wird der Verkehrsfluss sehr massiv behindert? Also hier geht's ja noch laut Anzeige. Aber laut Anzeige ist ja wieder alles im Arsch, ne? Ja, laut Anzeige ist ja schon die ganze Strecke rot, obwohl hier alles flüssig läuft, was ich wieder nicht verstehen kann. Oh. Sollte aber auch nicht sein. Ja, die wollen jetzt alle raus, richtig? Scheiße. Ich habe so viel Scheiße gebaut, im Endeffekt. Die wollen ja jetzt alle... Ja, und die bleiben jetzt nämlich stehen an der Kreuzung, haben. Ja. Die wollen ja jetzt alle nach links. Wir müssen noch eine Abfahrt bauen und das wird die hier sein, ja. Wir müssen schon mal pauschal berechnen, was hier an Kosten anzukommen. Und es werden sehr viele Kosten sein. Die werden auch sehr hoch sein.
Wir gucken mal. Ja, das wären dann mal so 18.000. Ich habe nicht so viel Kohle. Und dann gehen noch ein Stück viele Häuser wieder drauf. Ja, zwei Häuser. 18.200. Oh. Wie gesagt, dann würde sich der Verkehr auch legen. Dann würde nämlich die Hälfte, denke ich mal, auch nicht hier unbedingt reinfallen. So wie es jetzt hier ist. Und die hängen natürlich jetzt hier auch fest. Sondern würde das Ganze auch mal anders laufen. Die allererste Feuerwehr schafft es auch mal hierher zu kommen. Aber das wird sie gar nicht mehr schaffen vom Brand her. Das wird geschafft werden, aber das schaffen sie nicht mehr. Und wenn er zwei kommt, das schaffen sie einfach nicht mehr. Ist jetzt nicht mehr schaffbar. Das ist jetzt leider nicht mehr schaffbar. Na gut, dann ist das nicht mein Problem. Ihr fängt das jetzt an zu brennen auch. Ey, was ist denn hier los? Na gut. Ich reg mich nicht auf, ich kann es nicht ändern, ich kann einfach nichts machen. Okay. Infoansicht. Verkehr, wie viel fahren denn? Einer, ein Tourist und 53. 53, das ist eigentlich völlig in Ordnung, das ist eine kleine Siedlung. Bürger fahren pro Woche. Per Transport. Finde ich recht in Ordnung. Und was habe ich gesagt? Sie schaffen es einfach nicht, so einen Scheiß zu löschen. Und hier werden sie eh nicht hinkommen. Ja, die Feuer. Guckt! Die Feuerwehr. Ja. Ah! Nicht aufregen. Nicht aufregen, Flori. Alles wird gut. Gewerbe ist so groß, die Nachfrage. Baut doch einfach. So, jetzt haben wir auch die Kohle zusammen. Jetzt müssen wir mal vierspurig platzieren. Und ich hoffe, damit legt sich der Verkehr. Okay, der fährt dann durch das City auf The Life, aber... Ich hoffe, im Endeffekt wird sich da trotzdem regeln. 18.000, ja. Ich guck mal kurz, was so 17.000... Oh, 17.000 sogar nur. 17.2. Ja, so... geht auch nur ein Plätzchen weg. Nee. Ja, ein Plätzchen geht auch nur weg. Zack! Und dann können wir hier uns gediegen freuen darüber, dass, denke ich mal, der ganze LKW-Verkehr hier rüberfahren wird. Und mich würde auch noch blendend interessieren, ob jetzt auch der Busverkehr... Nee. Ja, der Busverkehr wird jetzt dadurch nicht umgeleitet, finde ich komisch. Ja, ist auch gut so, ja. Ich will den Busverkehr hier nicht mit zumüllen. Das soll eigentlich so nicht passieren, dass der zugemüllt wird. Schon recht so. Weil hier sollen eigentlich mal nur die LKWs an Anbindung gewinnen. Okay. Ja, und dann müssen wir rein durch die auch auf spielspurig umrüsten, was wieder schwer wird. Das hätte ich vorher wissen müssen, dass ich das mache. Hab ich vergessen. Kein Verbesserungstyp möglich, okay. Aber wenigstens haben wir jetzt hier, ja. Das ist okay. Schon mal ein Anfang. So. Ja, wir haben auch schon lange nicht mehr was platziert hier. Die Nachfrage ist auch nicht mehr so groß, komischerweise. Ja, Gebäude ist abgebrannt. Herzlichen Glückwunsch. War mir das nicht irgendwie klar? Ja, war es mir. So, mal gucken, wie gut es dann besucht wird. Ja, ich meine, die LKW-Fahrer können jetzt, wenn sie wollen, aber machen sie nicht. Okay. Oder auch der erste Entscheid. Nee. Oder auch der erste. Nee. Ich meine, rechts rum ist doch jetzt viel schneller der Weg. Okay, jetzt fahren. Nee, jetzt fahren Busse. Oh nee, jetzt fahren echt da noch Busse lang.
Aber der LKW-Verkehr kann doch jetzt hier auch lang. Dann läuft er sogar viel schneller. Mal gucken. Gucken, wie sich das entwickeln wird. Wir haben jetzt schon wieder 6000 plus. Nicht 6000 plus. Ne, doch 6000 plus, ja. Haben wir. Wir brauchen bloß noch 600 einmal für den nächsten Meilenstein. Ups. Ach komm, weil ich jetzt nicht die Ecke da angezielt habe. Nee, komm jetzt. Wir werden jetzt auch mal die Straßen erweitern, denke ich mal. Schon mal das werden wir machen. Freiform, denke ich mal. Wie gesagt, ich will jetzt nicht so da nah ranbauen. Ich will ja da noch diese Attraktionen bauen, die gleich kommen werden. Bei 600 Leute waren das, glaube ich, noch. 600 Leute noch. Ja. Genau. Dann müssten wir das hier auch noch machen. Mal gucken. Genau. Ja, passt so 1A hier rein alles. Sollen wir nur noch eine Querverbindung bauen und eine Querstraße später. Die dann auch mit Feuerwehrzufahrt hat. Wir müssen nämlich mal gucken. Ich denke mal nicht, dass die Feuerwehr bis dahin kommen wird. Ich glaube, wir müssen mal zwei nochmal bauen. Das können wir aber später erstmal mal anders machen. Erstmal haben wir genug Platz für neue Bauten. Gut, dann haben wir das auch. Dann gucken wir mal. Was sagt die Feuerwehr? Die Feuerwehr sagt, Arsch geleckt. Die Feuerwehr sagt, du musst nochmal was Neues bauen. Feuerwehr könnte aber auch sagen, wenn ich sie mittig baue, dann sagt Feuerwehr, okay, wir machen. Na, mal gucken. Wenn Feuerwehr sagt, ich lege Mitte, sagt Feuerwehr. Ja, sagt Feuerwehr ja. Dann sagt die Feuerwehr bitte ja. Nee, es war japanischer Garten. Wo habe ich denn das Krankenhaus hier? Genau. Was sagt hier? Krankenhaus, Krankensack. Sagt hier, yo. Okay. Dann brauchen wir natürlich Elektrizität. Da habt ihr das. Dann läuft das auch. Okay. Haben wir da eine Anbindung, ja. Da wird jetzt wieder fleißig gebaut. Da muss jetzt auch schon mal zumindest eine Straße wieder reinklatschen, weil jetzt hier gleich alles voll gebaut ist. Gut. Hier spure ich mit Lübus. Okay, Wohnungen sind wieder wenig. Müssen wir wieder ein bisschen nachlegen. Okay, dann haben wir das auch. Die Straße wird jetzt auch benutzt. Wenig, aber ich hoffe, das wird sich dann auch demnächst irgendwann legen, dass der ganze Verkehr... Aber ich hoffe es mal, dass der ganze Verkehr jetzt hier nicht durch die Stadt orgelt. Was er leider noch tut. Mal schauen, mal schauen. Also die LKW-Fahrer wollen immer noch, wie ihr seht, geradeaus statt rechts.
ich schade. Finde ich echt schade. Müssen wir mal gucken. Es war nämlich eigentlich der Plan, wie gesagt, dass es andersrum läuft, aber naja. Vielleicht wird das noch. Wie schnell hier aber auch wieder Industrie nachgefragt wird, oder? Das ist Wahnsinn. Müssen wir bald neue Industrie anfangen. Naja, wir haben ja hier genug Platz. Verschmutzte Industrie anfangen. Weil wir haben ja keine weiteren Erze oder sowas in der Art, oder? Das ist ja alles nur noch genau. Was ist denn das hier? Nee, das ist kleiner Wald, ja, kannst du nichts mit anfangen. Ja, das ist. Ganz normale Industrien klatschen dann. Aber irgendwie hat sich das trotzdem gelegt, oder? Oh, jetzt fahren auch die LKW-Fahrer rechts rum. Jetzt haben sie es geschnallt, dass sie auch rechts rum lang fahren können. Jetzt haben sie es endlich geschnallt. Und können dann hier geradeaus raus. Jetzt haben sie es geschnallt. Okay. Ja, und die Busse müssen wir jetzt auch nochmal die Anbindung erweitern, richtig? Richtig. Da haben wir jetzt ja auch noch nicht alles gemacht. Sowohl schwarz als auch blau muss erweitert werden. Ja, jetzt müssen wir erstmal hier einen Anfang kriegen, da wo jetzt blau nicht lang fährt oder schwarz nicht lang fährt. Das ist hier. So, drücken, um zu erweitern. Nee, nee. Ja, doch, müssen wir ja eh, genau. Zack. Dann hier wird es noch einmal drücken zum Erweitern. Zack. Zack. Und einmal nochmal drücken zum Erweitern. Machen wir mal hier einen noch. Und hier einen noch. Ja, wir sind ja nicht so geizig, oder? Machen wir hier noch einen. So, und der schwarze. Der schwarze klingt auch falsch. Die schwarze Anbindung muss auch nochmal abgeleitet werden. Sowohl hier als auch schwarze Anbindung bitte drücken. Genau, das ist die schwarze jetzt. Nein. Ja. Okay, dann haben wir das auch wieder. Erledigt. Okay. Dann müssten wir jetzt mal gucken. Wieder Info und Bus 112 sogar schon. Und dann nochmal bitte auf Wirtschaft. Und einmal gucken. 243 bringt uns jetzt Busverbindung ein und 700 bezahlen wir. 500 machen wir minus. Ist okay. Ja. Ist akzeptabel, finde ich. Ja, dafür, dass die sich jetzt dadurch mehr freuen. Und bezahle ich das doch gerne. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal eine Verbindung hier bauen. Immer wegen der Kohle aufgehört, wir hatten ja keine Kohle mehr. Kohle, 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 Kohle. Okay. Und dann, nee, das ist zu weit. Das ist auch zu weit, wow. Flori verschätzt sich hier. Ganz schön. Das wird jetzt erstmal auch reichen. Ach stimmt, die Busbindung hier noch anbauen, genau. Hier fehlen ja dann auch noch die ganzen Busanbindungen. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ziehen noch ein bisschen hier Gewerbe mit ein und bauen nochmal die Busanbindung fertig. Fertig, fertig, fertig. Ja genau, hier ist nämlich alles nix. Genau, hier ist nämlich alles nix. Ne, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Okay.
Oh, hier noch eine Anbindung. Ah, wir sind jetzt, wie gesagt, nicht so ehrgeizig. Wir machen dann mehrere. Wir machen hier noch eine hin. Hier noch eine hin. Sind ja nicht so. Okay. Jetzt müssen natürlich auch umso mehr Busse wieder wegfahren, oder? 61 schon in Benutzung. Meine Fresse. Ich wusste ja nicht, dass das Bussi-Bot so groß ist. Müllprobleme. Ja, Müll. Ja, Müll können wir regeln. Weil. Ich denke mal, du bist noch nicht mehr ganz ausgelastet, genau. Gebäude ist abgebrannt. Ja, da können wir uns auch mal gleich drum. Dann würde ich sogar sagen, platzieren wir das hier sogar hin. Dann habt ihr die Müllprobleme, denke ich mal, nicht mehr. Dann fahren sie mal los. Perfekt. Okay. Dann werden die Müllprobleme, denke ich mal, auch beseitigt. Und ein Gebäude ist abgebrannt. Ich kümmere mich drum. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, beenden wir schon wieder die Folge. Doch schon leider wieder so schnell rum. Ich wollte gerade wieder so viel bauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao.